Aneflor Crew und auch andere Potterheads. Expecto Patronum! Vor einigen Tagen habe ich schon einmal ein Video über alle Informationen zum kommenden Harry Potter Quidditch Game gemacht, doch vor einigen Minuten und auch gestern und vorgestern gab es einige Posts auf X und YouTube mit sehr interessanten neuen Informationen, die ich euch jetzt zusammenfasse. Wenn wir das Spielfeld betreten, werden wir in 6 gegen 6 Spielen mit anderen Spielern oder mit Freunden antreten. Wir können dabei zwischen den 6 Spielern unseres Teams wechseln, aber auch alleine spielen und die Bots füllen dann eben die weiteren Positionen aus. Es wird auch einen Multiplayer-Modus geben, in welchem wir Spieler zwischen den Positionen als Jäger, Hüter, Treiber und Sucher aussuchen und wechseln können. Es gibt die Möglichkeit, mit unseren Freunden gegen andere Spieler anzutreten oder über Random Matchmaking mit anderen Online-Spielern zu spielen. Der Bot würde in dem Fall dann halt die übrigen Positionen übernehmen. Im kommenden Karrieremodus geht es darum, uns durch 4 Meisterschaften zu spielen. Hier können wir alle Cups alleine versuchen, den Sieg holen und in verschiedenen Positionen hin und her springen. Der Bot würde auch in diesem Fall wieder die übrigen Positionen übernehmen. Alternativ ist es möglich, mit bis zu 2 Freunden uns zusammenzuschließen und gegen den Computer anzutreten. Auch gibt es einen Spielmodi, der sich Burrow Cup nennt, also halt Fuchsbau Cup. Das ist quasi das Tutorial und in diesem lernen wir dann die Grundlagen der Steuerung, des Fliegens und Training zu den verschiedenen Positionen. Dort gibt es die Möglichkeit, unser Herz an unser Hogwarts-Haus zu verschenken, also Gryffindor, Hufflepuff, keiner ist ein Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin, und uns dann dort den Hogwarts-Pokal zu holen. Die Macher schrieben auch, dass es offenbar noch einen dritten geheimen Cup geben soll, der aber vorerst ein Geheimnis bleiben soll. Was denkt ihr, was könnte es sein? Aber sie schrieben, dass es nach dem Sieg direkt weiter zum Quidditch-Weltcup gehen wird. Dort können wir dann zwischen den 16 Nationen auswählen und an Qualifikationsrouten teilnehmen. Und das geht dann halt bis zum Finale hoch, wo wir dann der ultimative Quidditch-Champion werden. Es wird auch einen Exhibition-Modus geben, in welchem wir ein Team auswählen können. Sprich, hier kann ich einfach zum Beispiel das Haus Ravenclaw nehmen oder das Team England und gegen jedes Team spielen, worauf ich gerade Bock habe, das dann halt der Computer auswählt. Auch lässt sich in diesem Modus die Map einstellen und auch die Schwierigkeit. Sprich, üben und Custom Matches eben. Seit wenigen Tagen ist das Spiel auch vorbestellbar, einmal in der Standard-Version, aber auch in der Deluxe Edition. Die Standard Edition kostet 30 Euro und die Deluxe Edition 40 Euro. Der Inhalt der Deluxe Edition ist folgender: einmal die Pakete der einzelnen Häuser sowie 2000 Münzen. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist eigentlich dieses Häuserpaket? Dort ist einmal der entsprechende Besenskin drinnen, aber auch der Häuser Sturmreitersturm. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Sturmreitersturm so eine Celebration ist wie bei Rocket League, wenn man ein Tor schießt. Dieser ist bei Gryffindor der Feuersturm, bei Hufflepuff der Sandsturm, bei Slytherin der Hurricane und bei Ravenclaw der Zyklon. Der Zyklon ist irgend so ein tropischer Wirbelsturm. Ich hoffe, ich habe nun alle aktuellen Informationen zusammengefasst, denn auf Twitter bzw. X haben die in den letzten Tagen einen kompletten Spam an Informationen rausgehauen. Und ja, ich hoffe, dass ich wirklich jetzt alles zusammengepackt habe. Falls ich irgendwas vergessen habe oder es Breaking News gibt, dann könnt ihr gerne in meinen WhatsApp-Kanal reinkommen. Ist anonym und garantiert sehenswert. Da gibt es einmal Behind-the-Scene-Informationen, Harry Potter-Umfragen, Harry Potter-Memes und noch weiteres. Habt ihr denn Bock auf das Game? Ich auf jeden Fall, denn ich freue mich auf jeden Fall auf den 3.9., wo das Spiel rauskommt. Bestellen könnt ihr das Spiel für Xbox, Steam, Apple Games und für PlayStation Plus. Für die PlayStation Plus-Teilnehmer ist das Spiel ebenfalls im September verfügbar. Für die Switch muss ich euch leider enttäuschen, da kommt das Spiel erst so gegen Dezember, also Weihnachten, raus. Das war's auch schon wieder mit diesem kleinen Update-Video. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen und auch ein Like. Folgt mir gerne auf Instagram. Und nun, bis bald. Ciao.